So, ja, herzlich willkommen zum Training heute mit dem Schwerpunkt Schulter-Nackenmuskulatur im Bereich, der bei euch oder bei dir besser gesagt sehr beansprucht ist. Ja, wenn man gerade wenn man viel über Kopf arbeitet, ist man da sehr gefordert, hast du vielleicht auch einige Verspannungen, vielleicht auch manchmal Schmerzen. Deswegen wollen wir uns dem Bereich heute mal ein wenig widmen. Was benötigen wir dafür? Im Prinzip nur zwei Wasserflaschen, ob das 0,5 oder 1 Liter oder wie hier 1,5 Liter, hängt auch ein bisschen davon ab, wie intensiv du es haben willst. Die benötigen wir später für Übungen. Wichtig noch, bei dem Workout solltest du Schmerzen haben, ganz, ganz wichtig, bitte sofort aufhören. Schmerz ist ein Warnsignal und zeigt dir, dass dir diese Übung gerade nicht so gut tut und dementsprechend solltest du dann aufhören. Okay, und wir starten wie immer mit dem Warm-up. So, dann lasst uns mit dem Workout starten. Der erste Teil ist das Warm-up. Das brauchen wir, damit wir den Körper allgemein ein wenig erwärmen, die Muskulatur, die Gelenke darauf vorbereiten, dass jetzt ein wenig Belastung kommt. Ja, sollte man auch immer ähnliche Übungen nehmen, damit da ein bisschen Routine reinkommt. Die erste Übung, die wir machen wollen, locker in den Knien, Arme vorne gestreckt und wir schieben achtmal den rechten Arm und achtmal den linken Arm abwechselnd nach vorne. So, zwar jetzt 10 Mal, aber das ist nicht so schlimm. So 8 bis 12 Mal, mehr ist auch nicht schlimm. Nächste Übung, die wir machen wollen: Wir nehmen die Arme nach oben, ziehen die Schulterblätter hinten zusammen, locker in den Knien. Und jetzt drehen wir den Oberkörper, ohne dass der Unterkörper sich mitdreht. Ab der Hüfte passiert gar nichts mehr. Sieht dann so aus. Jede Seite 6 Mal. Sehr gut. Für die nächste Übung solltest du dir irgendwo eine Möglichkeit suchen zum Abstützen. Sei es ein Auto, sei es eine Wand oder ein Tisch. Ja, kein falscher Ehrgeiz. Stützen uns hier ab. Ich nehme die Wand. Hüftbreiter Stand. Ja. Wir drücken uns auf die Zehenspitzen. Wir strecken die Hüfte. Wir gehen hinten auf die Ferse und schieben den Po raus. Das Ganze machen wir 6 Mal. Sehr gut. Das war die dritte Übung. Du hast gemerkt, wir sind immer weiter runtergewandert. Dann wollen wir natürlich auch noch die Beine nicht vergessen. Dafür gehen wir 6 bis 8 Mal, das ist immer variabel, je nachdem, wie du dich fühlst, ja, gehen wir in einen seitlichen Ausfallschritt, gar nicht so tief runter, kommen in die Mitte und gehen zur anderen Seite. Leicht andeuten reicht schon. Oberkörper schön aufrecht lassen. Jede Seite noch einmal. So, das war auch schon das Warm-up. Dann lass uns jetzt in das Workout starten. So, die erste Übung, schon wie gerade angesprochen, gerade sehr, sehr wichtig, wenn man im Bereich über Kopf arbeitet, ja, dafür zeige ich dir einmal die Übung. Wir nehmen die Finger auf die Schultern, ja, quasi auf die, auf das Schlüsselbein. Die Ellenbogen zeigen nach vorne, die Finger bleiben dort und wir rotieren mit den Ellenbogen quasi nach hinten. Spürst das wahrscheinlich auch zwischen den Schulterblättern, wird dir wahrscheinlich gut tun. Am Anfang schmerzt es vielleicht auch ein wenig bzw. zieht. Das wird aber mit der Zeit immer besser, wenn du diese Übung regelmäßig machst. Wenn du soweit bist, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's.
So, super, wir sind mit der ersten Übung durch, dann starten wir direkt mit der zweiten Übung. Der Schulter-Nackenbereich sollte nicht nur beweglich sein und entspannt, sondern sollte halt auch über eine gewisse Kraft verfügen. Die Schulter ist vor allen Dingen durch Muskulatur geführt, ja, und diese Muskulatur sollte über genügend Kraft verfügen, braucht ihr auch in eurem Alltag, damit ihr geschützt seid. Die nächste Übung wird sich genau damit befassen, dafür brauchen wir unsere Wasserflaschen. Fangt mit 0,5er an. Ja, und steigert euch, ist eine Steigerungsmöglichkeit. Ich habe jetzt mal gleich die 1,5er hier genommen. Dafür für die Übung gehen wir locker in die Knie, strecken die Arme seitlich aus, Handflächen zeigen nach oben und die Wasserflasche zeigt nach oben und dann drehen wir die Flasche quasi, als wenn wir sie ausschütten wollen. Ja, das Ganze machen wir auch wieder 30 Sekunden, gleichbleibendes Tempo. Wir fangen an in 3, 2, 1 und auf geht's. So, die zweite Übung haben wir auch geschafft. Du merkst es vielleicht ein bisschen in den Schultern, sprich vor allem die Tiefenmuskulatur an. Mach das regelmäßig und du wirst die Belastung auf jeden Fall besser verkraften. Die Muskulatur passt sich an. So, zur nächsten Übung bleiben wir auch wieder bei einer Kräftigung und es geht um die Kräftigung der Schulterblattmuskulatur. Hierfür brauchen wir wieder unsere Wasserflaschen. Ja, nehmen wir uns einmal. Hierfür gehen wir hüftbreit locker in die Knie, gehen mit dem Oberkörper nach vorne. Achtung, gerader Rücken. Die Hände zeigen gerade nach unten wie Pendel. Und jetzt stellt euch vor, ihr würdet rudern und bringt die Ellenbogen nach hinten. Das ist die Übungsausführung, wie wir sie vornehmen. Das Ganze machen wir auch wieder 30 Sekunden. Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. So, prima. Die dritte Übung haben wir geschafft. Wir sind nun bei der vierten Übung. Natürlich macht es Sinn, dass wir möglichst viele Muskulaturen ansprechen, wenn wir schon trainieren. Ja, deshalb gehen wir direkt über in die nächste Kräftigungsübung. Hüftbreiter Stand. Wir gehen auch hier wieder leicht angebeugte Knie mit dem Oberkörper nach vorne. Nehmen die Ellenbogen nach oben. Ja, Bauch nach innen einziehen. So halten wir auch. Und jetzt gehen wir mit den Armen vorne zusammen. Sollte dir das zu leicht sein, kannst du natürlich wieder deine Wasserflaschen mit dazu nehmen. 0,5 bis 1,5 Liter. Wir machen es jetzt mal ohne. Ja, wir starten, gehen in die Ausgangsposition in 3, 2, 1 und auf geht's. Sehr gut, die vierte Übung haben wir auch geschafft. Dann gehen wir direkt über in die fünfte Übung. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, viele Leute im Alltag leiden an einer chronischen Haltung, nämlich dem sogenannten Rundrücken. Ja, wir haben viele Tätigkeiten im Alltag, Autofahren, am Schreibtisch sitzen, ja, wo wir sehr die Schultern nach vorne ziehen und in diesen Rundrücken kommen, vergessen uns dabei aufzurichten. Deswegen wird die nächste Übung sich mal damit beschäftigen, dass wir die Vorderseite, ja, des Rumpfes, der Schulter-Nackenmuskulatur ein wenig dehnen.
Dafür sucht ihr euch irgendwo eine Wand, das kann auch ein Transporter sein oder ähnliches. Ja, gehen in Schrittstellung ran, Arme nehmen wir nach oben, Ellenbogen auf Schulterhöhe, Arme gerade und jetzt gehen wir mit dem Oberkörper in diese Dehnung hinein. Wenn ihr soweit seid, auch das wieder 30 Sekunden. Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's. Sehr stark. Die fünfte Übung habt ihr auch wiederum geschafft. Wir haben uns jetzt sehr, sehr stark fokussiert auf die Schulterblätter, auf die Schulter im Allgemeinen. Häufig habt ihr vielleicht auch nach einem anstrengenden Arbeitstag Probleme im Bereich der Halswirbelsäule, im Nacken, in der Muskulatur. Die neigt ja sehr zur Verspannung. Dafür ist die nächste Übung gedacht. Ihr nehmt eure Hände zusammen, legt sie auf den oberen Teil des Hinterkopfs. So, jetzt sieht die Übung folgendermaßen aus. Ihr arbeitet gegen die Hände, geht mit dem Kopf nach vorne, geht wieder zurück, arbeitet gegen die Hände, geht wieder nach vorne. Wichtig, nicht am Kopf reißen. Diese Übung machen wir 30 Sekunden und wenn ihr soweit seid, starten wir in 3, 2, 1 und auf geht's. So, sehr schön. Die sechste Übung. Jetzt kommen wir zur siebten Übung. Wir haben uns gerade mit der geraden Nackenmuskulatur beschäftigt. Jetzt wollen wir uns noch ein wenig mit der seitlichen Schulternackenmuskulatur beschäftigen. Dafür legen wir den Kopf auf die linke Schulter. Könnt dabei die Augen schließen und schieben die rechte Schulter nach unten. Ihr werdet es dann hier spüren, ein Ziehen. Das halten wir 20 Sekunden und danach wechseln wir direkt auf die andere Seite und machen das dort auch nochmal. Wenn ihr soweit seid, starten wir. Wir fangen an in 3, 2, 1 und auf geht's. So, super, ihr habt auch diese Übung geschafft. Kommen wir zu unserer letzten Übung. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, Menschen, die stark unter Stress stehen, da zeichnet sich das häufig in der Schulter-Nackenmuskulatur ab, dass dort Verspannungen vorliegen, Verkürzungen. Dem wollen wir ein wenig entgegenwirken. Ja, dafür nehmt ihr die Arme locker neben den Körper. Ihr zieht die Schultern nach oben, nehmt zwei tiefe Atemzüge durch die Nase und schiebt sie dann nach hinten unten weg. Wieder von vorne und nach hinten unten weg. Das Ganze machen wir 30 Sekunden. Stresst euch nicht dabei. Wir starten in 3, 2, 1 und auf geht's.
wir sind durch mit allen Übungen. Sehr schön, dass du auch durchgehalten hast. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte noch auf die anderen Videos mit anderen Themenschwerpunkten verweisen. Ja, die sind vielleicht auch was für dich. Schau sie dir mal an, probier sie mal aus. Solltest du dich nach einer gewissen Zeit ein bisschen unterfordert fühlen, gibt es Möglichkeiten, das Ganze anzupassen. Also länger das Ganze durchhalten, mehr Wiederholung, mehr in die Bewegung rein, in die Tiefe. Ja, aber erstmal Step by Step. Erstmal super, dass du das Workout durchgezogen hast und ich freue mich, wenn du die anderen Videos anklickst. Ciao!